Hallo, liebe Geschwister, bereit für ein neues Thema aus dem 9. Kapitel von Matthäus? Dann starten wir gleich hinein. Ich lese heute aus Matthäus 9 die Verse 14 bis 17. Danach kamen die Jünger von Johannes zu Jesus. Sie fragten: Warum fasten wir und die Pharisäer so oft, aber deine Jünger nicht? Jesus antwortete ihnen: Sollen die Hochzeitsgäste etwa trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Aber es wird eine Zeit kommen, da wird der Bräutigam aus ihrer Mitte gerissen, dann werden sie fasten. Niemand näht ein neues Stück Stoff auf einen alten Mantel, denn der neue Stoff wird vom Mantel abreißen und der Riss wird größer als vorher. Niemand füllt neuen Wein in alte Weinschläuche, sonst platzen die Schläuche. Der Wein läuft aus und die Schläuche werden unbrauchbar. Nein, neuer Wein gehört in neue Schläuche, so bleiben beide erhalten. Liebe Geschwister, wir sind hier in einem der vermutlich ältesten Bestandteile, die wir an Texten haben. Denn die Geschichten von der Heilung des Gichtbrüchigen bis schließlich zu dieser sind in der gleichen Reihenfolge bei allen Evangelisten zu finden. Das ist schon etwas, was uns deutlich macht, dass wir es hier offenbar mit sehr alter und wirklich authentischer Überlieferung zu tun haben. Und dass alle diese Ereignisse wirklich stattgefunden haben. Ein schöner Beleg für die Authentizität, dass mit diesen Dingen nicht gespielt wurde. Es geht ums Fasten. Die Jünger des Johannes kommen. Johannes im Gefängnis, und da merken wir eines: die Johannesbewegung hat sich nicht aufgelöst. Sie sind nicht, wie im Johannesevangelium angedeutet, dass Johannes sagt, folgt nun Jesus. Sie sind ihm nicht gefolgt, sondern die zwei Bewegungen waren nebeneinander. Und wahrscheinlich hat sich sogar noch die Johannesbewegung radikalisiert. Sozusagen den Lebensstil versucht zu übernehmen, den Johannes hatte. Wir erinnern uns, was hat er Schönes gegessen? Heuschrecken und wilden Honig. Also sehr asketisch gelebt, und nun wurde gesagt, ja, das entspricht einfach unserer Bewegung, dieses Fasten muss sein, alles andere ist nicht in Ordnung. Und auch die Pharisäer hatten durchaus ihre Fastenzeiten, und vor allem auch freitags wurde durchaus gefastet. Ist so ähnlich, wie es ja bis heute in abgewandelter Form mit freitags kein Fleisch im katholischen, streng katholischen ist. Von daher aber kommen sie mit der Frage und sagen, Moment mal, wieso fasten deine Jünger nicht? Und das im Zusammenhang natürlich auch mit dem vorher erlebten der Mahlgemeinschaft mit den Sündern. Ihr wollt doch fromm leben. Ihr wollt doch letztlich Gott wohlgefällig leben. Warum? Und wenn wir uns erinnern, in der Bergpredigt gibt es auch etwas zum Fasten bewusst. Und da gibt Jesus ganz klare Tipps. Aber es ist ein Unterschied, ob man freiwillig fastet. Jesus selbst zwingt seine Jünger nicht. Aber wenn sie das wollten, könnten sie es jederzeit tun. Es ist dabei immer wieder die Frage, warum faste ich? Ist es nur Gewohnheit? Ist es nur Tradition? Ist es nur, dass ich mich selbst eigentlich ein bisschen in den Mittelpunkt stelle? Oder ob ich dann, was weiß ich, mal wieder versuche, ein paar Pfunde abzunehmen auf die Weise? Oder geht es um Gott? Dann müssten wir eigentlich noch viel mehr Fastenzeiten einlegen, als das Kirchenjahr für uns bereithält. Von daher die Frage, warum tun das die Jünger nicht?
Warum halten Sie sich da nicht ans Gesetz? Warum tun Sie das, was eigentlich da überliefert wurde, nicht leben? Und Jesus ist ganz klar und sagt: Warum sollen Sie fasten, solange der Bräutigam bei Ihnen ist? Was wir so einfach hören, ist eigentlich für jüdische Ohren schon ganz schön was zum Schlucken. Denn wir erinnern uns an sein Reden über als Menschensohn, was auch eine Dimension hat zum über das Irdische hinaus. Und genauso der Bräutigam. Der Bräutigam im Jüdischen ein Bild durchaus auch für das, was letztlich nach der Auferstehung geschieht. Und für die Bereitschaft auch ein Stück. Und jetzt diese Aufnahme dieses Bildes durch Jesus ist also ein indirekter Hinweis darauf, dass er tatsächlich der Messias ist. Natürlich noch ein bisschen ummäntelt, aber letztlich ist es in jüdischen Ohren, klingt es deutlich mit an. Die Frage haben es allerdings noch nicht darauf abgesehen, ihn ans Messer zu liefern. Es ist eher das Nicht-Verstehen, schon auch mit einem gewissen Unterton des Nicht-Begreifens oder des auch Nicht-Begreifen-Wollens, gerade mit dem, was vorher passiert ist, wo er mit all den Sündern am Tisch gesessen hat. Aber auch das Interesse, sagt mal, warum? Wir halten das für wichtig. Und das steckt ja oft hinter solchen Fragen, wenn einer eine Tradition in Frage stellt, dass andere kommen und sagen: Nein, das halten wir für ganz wichtig, das ist bei uns immer so. Und dann kommt meist ein Argument, was überhaupt nicht stichhaltig war, nämlich dieses Argument: Das gehört bei uns dazu, das war schon immer so. Das ist kein Argument. Das ist Hülse. Und wo nur Hülse ist und nicht Innerei, etwas, was nicht gefüllt ist, da ist es völlig sinnlos. Dann sollte ich es zur Seite tun. Was nicht brennt, was nicht Leben hat, was nicht wirklich auch erfüllt ist und wo ich innerlich sage, ich mache das, weil dies und jenes da zum Ausdruck kommt. Wenn das nicht vorhanden ist, dann gehört es dem Müllhaufen. Oder es müsste neu entdeckt werden. Wir merken das bei manchen Festtagen, die einfach untergehen, weil keiner mehr so richtig weiß, was eigentlich gefeiert wird. Reformationstag, 31. Oktober, wenn man durch die Straßen geht und fragt, was war 31. Oktober, kommt jetzt doch häufiger das Halloween als der Reformationstag. Das sind so, wo man merkt, da sind Dinge zur Hülle geworden, die sind nicht mehr mit Leben erfüllt. Schade. Und dass dann ein Feiertag daraus entsteht oder ein Tag, der genau dem entgegengesetzt ist, der eigentlich wiederum die Geister und die Ängste hervorruft, statt oder damit spielt, statt sie zu überwinden, das ist schon pervers in unserer Gesellschaft. Gut, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir ja in vielen nach Amerika gucken und uns scheinbar auch in vielen dem anpassen. Jesus jedenfalls macht deutlich, sie brauchen nicht zu fasten. Ich zwinge sie nicht dazu. Solange sie mit mir unterwegs sind, erleben sie Gott. Es wird aber eine Zeit kommen, wo ich nicht mehr bei ihnen bin. Und dann weist er zum einen auf sein Sterben hin und zum zweiten auf seine Himmelfahrt. Er wird hinweggenommen. Und dann ist durchaus die Zeit, dass die Jünger immer wieder auch sich durch Fasten daran erinnern, wes Geistes Kinder sie sind. Durch Zeiten des Innehaltens, durch Zeiten, wo sie einfach auch sich zurücknehmen, entdecken, dass auch
In dem frömmsten Leben es immer wieder Momente gibt, wo man sich von Gott entfernt. Und das macht er dann sehr deutlich, dass mit diesen zwei Bildern, wo er zeigt, dass nicht einfach das, was er bringt, etwas ist, was so obendrauf als Sahnetüpfelchen kommt. Das erste Bild, einen neuen Flicken auf ein altes Kleid. So nach dem Motto, nun kommt er und er kann sozusagen den Flicken bieten, der auf das Kleid des alten Volkes Israels passt und all die Normen und all das wird selbstverständlich weitergemacht, als wäre nichts passiert und man nimmt halt noch diesen Flicken Jesus dazu mit all seinen Worten. Das funktioniert nicht, weil mit ihm beginnt etwas ganz, ganz Neues. So wie es dann auch nicht funktioniert hat, dass die Gemeinde Jesu durchaus immer noch versucht hat, mit in den Tempel, in die Synagogen mit hineinzugehen, mit den Juden zusammen Gottesdienst zu feiern und dann ganz schnell plötzlich merkten, das funktioniert nicht, sie wurden ausgegrenzt und, weil sie in Jesus, den Messias, den König aller Könige, erkannt haben. Das ist dieses. Und dann lösen sie sich und feiern selber. Das Gute wird übernommen, so nach dem Motto des Paulus, prüft alles und das Beste behaltet. Und das andere wird aufgegeben. Und genauso mit dem Wein. Der Wein, genau das gleiche Bild. Wenn ich ihn in alte Schläuche tue, dann gärt er, dann platzt das Ganze und ich habe am Schluss nichts gewonnen. Sondern neuer Wein braucht neue Schläuche. Das, was Jesus bringt, braucht neue Formen, braucht neue Ausdrucksmöglichkeiten, braucht neue, ja, Rituale vielleicht auch. Aber man sollte immer darauf aufpassen, dass sie eben nicht erstarren. Und das ist eigentlich die Herausforderung, auch heute für uns in der Gemeinde, dass wir auch das, was uns lieb geworden ist, an Formen durchaus immer wieder auch überprüfen und danach fragen, was ist jetzt nicht zeitgemäß, das wäre falsch, nicht der Zeit nach dem Mund reden, sondern in welcher Form können Menschen heute die Worte Jesu verstehen, begreifen? Wie müssten wir Gottesdienst feiern, damit junge Menschen bewusst drin vorkommen? Wie müssten wir letztlich auf der Straße mit Menschen reden, damit sie entdecken, dieser Jesus hat mir etwas zu sagen? Da will ich dazugehören. Da nützen uns die alten Schläuche nichts. Da nützen uns nichts die Flicken, die wir manchmal einfach draufsetzen. Jesus sagt, lass dich ganz auf mich ein und lass dich von mir leiten. Himmlischer Vater, leite du uns, hilf du uns, auf die Worte Jesu zu hören und zu erkennen, wo wir auch Dinge, die sich eingeschlichen haben, verändern sollten. Hilf du uns dann auch zu zeigen, oder zeig du uns das, was dein Wille ist, damit wir nicht unser Wollen mit deinem Willen verwechseln. Segne du uns an diesem Tag und begleite du uns. Amen. So wünsche ich Ihnen, dass dieser Tag von Gott durchdrungen ist.